Umgehung von Patenten. Wie kann man ein Patent eines Wettbewerbers umgehen? Wie bestimmt man den Schutzbereich eines Patentes? Was ist eine äquivalente Patentverletzung? Welche Merkmale muss ich an meiner Umgehungslösung anders gestalten, um aus dem Schutzbereich eines Patents herauszukommen? Zum Schluss dieses Videos gehe ich noch auf einige wichtige Entscheidungen ein und mache mal ein ganz konkretes Beispiel, wie man ein Patent umgehen kann. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner, und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich, wie man Patente von Wettbewerbern umgeht. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Sie ein Patent eines Wettbewerbers umgehen können? Vielleicht haben Sie diese Überlegung vor einem Angriff des Gegners oder vor einem Angriff auf das Patent des Gegners gemacht. Wir betreuen viele mittelständische Unternehmen, die gerichtliche Auseinandersetzungen, wenn möglich, vermeiden möchten. Und Patentverletzungsprozesse gehören zu den relativ teuren Verletzungsverfahren, sodass man diese eben nach Möglichkeit vermeiden sollte. Man kann das erreichen, indem man die Patente der Wettbewerber sorgfältig beobachtet und sich vor dem Ablauf der Einspruchsfrist oder sogar vielleicht vor der Erteilung überlegt, ob man das eigene Produkt anders designen kann oder eben das Patent umgehen kann, oder ob man das Patent vielleicht proaktiv angreift, zum Beispiel mit einem Einspruch, was eben eine relativ kostengünstige Variante im Vergleich zu einem späteren Nichtigkeitsverfahren ist. Man muss da einfach abwägen, was wirtschaftlich am günstigsten ist. Bei einem Einspruchsverfahren kann man gut und gerne mit Kosten in der ersten Instanz von so vielleicht 15.000 bis 20.000 Euro rechnen. Es kann manchmal auch ein bisschen günstiger sein, kann manchmal aber auch teurer sein, wenn es eben sehr komplex ist. Und das muss man in Relation setzen zu den Kosten, das eigene Produkt so umzugestalten, dass man eben nicht mehr in den Schutzbereich des Patents eingreift. Der Nachteil an einem Einspruchsverfahren ist natürlich, dass man dann auf dem Radar des Wettbewerbers aufgetaucht ist. Einen Einspruch legt man eben in der Regel nur dann ein, wenn man mit diesem Patent ein Problem hat. Das heißt, der Wettbewerber weiß, aha, vielleicht gibt es da ein Produkt, was in den Schutzbereich des Patents eingreift. Und bei einem Einspruchsverfahren hat man eben rein statistisch gesehen so etwa 2/3 Wahrscheinlichkeit, dass das Patent widerrufen wird oder eingeschränkt werden muss. Das heißt, man hat dann noch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, nämlich 1/3, dass das Patent eben nicht zu Fall gebracht werden kann. Und dann hat man vielleicht noch viel eher ein Problem, als wenn man sich vorher überlegt hätte, ob man das Patent vielleicht irgendwie umgehen kann. Ein Video zu Statistiken im Einspruchsverfahren habe ich unter diesem Video verlinkt. Die Umgehungslösung kann also wesentlich günstiger sein, vor allem wenn man noch relativ früh im Produktlebenszyklus in der Produktentwicklung steckt. Wie ist nun das konkrete Vorgehen, wie man ein Patent umgeht? Im Folgenden kann ich nur natürlich einen relativ groben Überblick zum allgemeinen Vorgehen geben. In dem konkreten Fall, in dem Sie sich befinden, sollten Sie aber den Rat eines erfahrenen Patentanwalts oder eines Rechtsanwalts, der sich mit Patentverletzungen auskennt, einholen, um eben Ihren konkreten Fall besser beurteilen zu können. Zunächst muss man einfach prüfen, ist das Patent überhaupt in Kraft? Das hört sich ganz trivial an, wird aber relativ häufig übersehen. Am einfachsten tut man das im Register. Man geht also bei einem deutschen Patent ins deutsche Patentregister und sieht nach, ist das Patent in Kraft oder nicht. Dann muss man die unabhängigen Patentansprüche identifizieren. Die erkennt man daran, dass die unabhängigen Patentansprüche nicht auf andere Patentansprüche rückbezogen sind. Diese unabhängigen Patentansprüche bestimmen dann den Schutzbereich des Patents. Dann sieht man sich alle Merkmale in diesem unabhängigen Patentanspruch an und vergleicht diese Merkmale mit dem eigenen Produkt. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass einige Merkmale oder ein Merkmal eben nicht im eigenen Produkt realisiert ist, dann scheidet schon mal eine wortsinngemäße Patentverletzung aus. Und es kommt dann nur noch eine äquivalente Patentverletzung möglicherweise in Betracht, dazu aber später mehr. Wenn man allerdings feststellt, dass man mit dem eigenen Produkt alle Merkmale des unabhängigen Anspruchs verwirklicht, dann muss man sich überlegen, welches dieser Merkmale man am einfachsten und kostengünstigsten im eigenen Produkt so ändern kann, dass man nicht mehr unter den Wortsinn des Patentanspruchs fällt. Dann muss man, wie gerade schon erwähnt, allerdings noch prüfen,
ob eine äquivalente Patentverletzung vorliegt. Was genau eine äquivalente Patentverletzung ist, hat sich in der Rechtsprechung ziemlich klar herausgebildet. Ich lese mal genau vor, wie die Gerichte gerade die äquivalente Patentverletzung definieren. Eine äquivalente Patentverletzung liegt vor, wenn der Fachmann aufgrund von Überlegungen, die am Sinngehalt der Ansprüche, das heißt an der darin beschriebenen Erfindung anknüpfen, die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mithilfe seiner Fachkenntnisse zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems als gleichwirkend auffinden konnte. Das hört sich erstmal relativ kompliziert an. Es gibt aber im Prinzip drei Grundvoraussetzungen für die äquivalente Patentverletzung. Das ist einmal die Gleichwirkung, das Naheliegen und die Orientierung am Patentanspruch. Zunächst zur Gleichwirkung. Hört sich trivial an, es muss die gleiche Wirkung erzielt werden. Es muss aber auch der gleiche technische Vorteil verwirklicht werden. Das hat sich so in der Rechtsprechung herausgebildet. Dann zum Naheliegen. Dieses abgewandelte Merkmal muss zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents nahegelegen haben. Es gelten hier im Prinzip dieselben Voraussetzungen wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Dann kommen wir zur Orientierung am Patentanspruch. Die Überlegungen des Fachmanns müssen dabei so am Patentanspruch orientiert sein, dass der Fachmann die abgewandelte Lösung als gleichwertige Lösung hätte erkennen können. Es gibt viele wichtige Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und von vielen anderen Gerichten zur äquivalenten Patentverletzung. Und ich möchte hier mal zwei Entscheidungen in einer Entscheidungsserie herausgreifen, die ich für besonders wichtig halte. Also ich bin Chemiker und vielleicht halte ich die deswegen für besonders wichtig. Das sind die beiden Schneidmesserentscheidungen, Schneidmesser 1 und Schneidmesser 2 vom Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof hat hier im Leitsatz festgehalten, durch in den Patentanspruch aufgenommene Zahlen und Maßangaben wird der Schutzgegenstand des Patents mitbestimmt und dadurch auch begrenzt. Wie jeder Bestandteil eines Patentanspruchs sind Zahlen und Maßangaben jedoch grundsätzlich der Auslegung fähig. Erschließt sich dem Fachmann kein abweichender Zahlenwert als im Sinne des anspruchsgemäßen Wertes gleichwirkend, erstreckt sich der Schutzbereich insoweit nicht über den Sinngehalt des Anspruchs hinaus. Also in der Schneidmesser 1 Entscheidung hat der BGH schon mal relativ deutlich gesagt, wenn im Anspruch ein Zahlenbereich ist, dann ist der Schutzbereich in der Regel auf diesen Zahlenbereich beschränkt, es sei denn, dass der Fachmann irgendwie einen anderen Sinn von herausfallenden Zahlen finden könnte, dass sie eben auch unter den Schutzbereich fallen würden. Das wird eben als Ausnahme in dieser Entscheidung schon mal deklariert. In Schneidmesser 2 wird das aber nochmal klargestellt. Bleibt das Patent bei objektiver Betrachtung hinter dem technischen Gehalt der Erfindung zurück, beschränkt sich der Schutz auf das, was noch mit dem Sinngehalt seiner Patentansprüche in Beziehung zu setzen ist. Und weiter unten in der Entscheidung führt dann der BGH aus, beschränkt sich das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere Anspruchsfassung, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegenüber dem Stand der Technik geboten wäre, darf die Fachwelt darauf vertrauen, dass der Schutz entsprechend beschränkt ist. Das heißt, wenn ein Zahlenbereich angegeben ist und die Erfindung zwar auch außerhalb dieses Zahlenbereichs funktionieren würde, aber der Patentinhaber sich eben auf einen engeren Bereich beschränkt hat, dann muss die Fachwelt darauf vertrauen, dass auch nur Schutz für diesen Zahlenbereich verlangt wird und kann eben darauf vertrauen, dass der Schutzbereich darauf beschränkt ist. Also Schneidmesser 2 hat das nochmal etwas schärfer formuliert. Die Zahlenbereiche sind in aller Regel auf genau den Zahlenbereich beschränkt, der eben im Patentanspruch angegeben ist, selbst wenn die Erfindung auch außerhalb dieses Zahlenbereichs funktionieren würde. Daher sind Zahlenbereiche oder Bereiche von Alternativen, aber mal konkreter Zahlenbereiche, immer gut geeignet, um rechtssicher Umgehungslösungen zu finden. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich habe hier einen Anspruch auf ein Kathodenmaterial mit einer bestimmten Zusammensetzung eingeblendet hier in diesem Video. Und in diesem Kathodenmaterial ist M ein Metallnatrium
Und der Anteil in der Stöchiometrie, in dieser Formel von Natrium, muss in einem Bereich von 0,5 bis 0,8 liegen. Wenn man jetzt also ein Kathodenmaterial herstellt, wo Natrium mit einem Anteil von 0,4 stöchiometrisch enthalten ist, dann kann man eben auf die Entscheidung Schneidmesser 2 vertrauen und sehr sicher sein, dass wenn man eben außerhalb dieses Zahlenbereichs liegt, dass man darauf vertrauen kann, dass man dann nicht mehr in den Schutzbereich des Patents eingreift. Daher sind Zahlenbereiche immer eben eine relativ gute Möglichkeit, Umgehungslösungen zu finden. Es gibt aber eben natürlich auch zahlreiche andere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, die man eben hinzuziehen kann, um Umgehungslösungen zu finden. Lassen Sie sich da einfach von einem Patentanwalt oder einem Rechtsanwalt, der sich mit Patentverletzungen auskennt, ausführlicher beraten. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wie man prinzipiell Patente umgehen kann, wenn Sie neu in meinem Kanal sind und jeden Donnerstag mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.